Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum heutigen quasi Spitzenspiel in der Alle gegen Gerdliga. Wir sehen hier heute die Waldelfen des Baumkuschler e.V., der Tabellenvierte, gegen den neu hinzugestoßenen Tabellendritten, die Amazonen der Naked Death, die hier auch als allererstes aufstellen müssen und sicherlich versuchen werden, die Waldelfen hier heute ein wenig auszublocken, auszukontern und möglichst daran zu hindern, hier allzu viele Touchdowns zu machen. Das ist ja die große Stärke der Waldelfen an der Stelle. Natürlich sehr viel lange Bälle, lange weite Bälle auch und hier natürlich möglichst Finger. Und mit diesen langen Bällen hier natürlich weit ins Hinterland vorzustoßen der Amazonenmannschaft und hier möglichst schon in der ersten Halbzeit 2, 3, 5, 6, 7 oder mehr Touchdowns zu machen. Schauen wir mal, ob ihnen das an der Stelle hier heute gelingen wird. Und Tänzer eher als Cheerleader wahrgenommen und nicht als richtige Spieler. Das Spiel zwischen den Avalon Avengers und den Auckland Raiders hat das aber grundlegend geändert. Die Orks, die Rituale satt hatten, stürzten sich auf die elfischen Kriegstänzer. Diese tanzten weiter, ohne mit der Wimper zu zucken und schlugen dabei 7 Orks krankenhausreif. Seitdem reißen sich die Teams um diese Elfen. Ja, und hier die Aufstellung der Amazonen. Ein bisschen zentriert und jetzt die Elfen hier mit ihrer Startaufstellung sind ja heute mit 2 Söldnern hier an den Start gegangen. Mit der Nummer 2 mit Faralu und mit der Nummer 4 Dintor. Schauen wir mal, ob sie sich hier heute nahtlos in das Spiel der Waldelfen integrieren können. Hier Gwintika, die Kampfläuferin, ist ja hier schon, ist ja Profi-Fang, hat hier auch schon 4 Touchdowns in dieser Saison gemacht, auch schon eine Verletzung und ein K.O. Und da sehen wir natürlich auch die große Stärke auch der Waldelfen. Sie können auch prügeln, wenn sie wollen. Genau auf der Gegenseite hier Matanerven wird hier unterstützt von Dinot. Und der Läufer, die Nummer, der Fänger, die Nummer 1, der Tyzane, der hat ja hier ein bisschen auf die Mütze bekommen. Und jetzt Anstoß Nummer 3, Aikuine Sternenleserin. Und Tyzane muss da, der Fänger muss da K.O. zu Boden gehen, wird da nach draußen getragen, direkt auf seine Gehirnerschütterung. Das ist, macht jetzt natürlich die Taktik der Amazonen ein bisschen kaputt, die hart auf den Fänger gehen wollten, um ihn zu töten. Aber nun gut, Baumkuschler voll. Ulmewelt fängt da an. Wir sehen hier Alkadide, die Verführerin, zurückweichen. Und Trilanfehl, die Nummer 10, der hier auch schon gut im Blocken ist, auf die Nummer 8, auf Lykopis, die Zähmerin, zieht da auch hinterher. Und versucht sich da im Spiel zu halten. Ja, der Ball liegt da hinten beim Werfer, bei Lorien. Der hat ja schon 8 erfolgreiche Pässe in dieser Saison gespielt. Ja, hier Faralu, der Söldner, zieht hier nach vorne. Versucht hier Gwintika zu enablen. Ja, die hier schon ganz unruhig nach vorne ziehen will. Die hier versuchen will, Aikui Moipadia entsprechend anzugehen. Aber Brisbane jetzt erstmal. Und auf der gegenüberliegenden Seite
Matana Nenven. Ja, die Kriegstänzerinnen können sich hier nicht so richtig einigen, was sie tun wollen. Aber jetzt rutscht hier nochmal Dintor nach vorne. Und die Nummer 3, Lorien, hier am Ball jetzt, hat ihn natürlich direkt aufgenommen. Das sind wir von ihm gewöhnt. Er ist ja auch, war viel im Trainingsraum, hat viel trainiert. Und jetzt vielleicht noch ein Blitz von Gwintika. Nein. Ulstor will da vielleicht sein Glück versuchen. Der Trainer der Waldelfen gibt da unverständliche Kommandos offensichtlich vom Rand. Die ersten Elfen sind hier schon etwas verwirrt. Aber da rückt Ulstor jetzt erstmal nach vorne. Und jetzt Gwintika auf Alkadide, die Verführerin. Im Nachfassen schiebt sie Alkadide, die Verführerin, da zurück. Und rückt entsprechend nach. Rundenende. Für die Naked Death hier entsprechend, beziehungsweise für die Elfen. Erste Runde Amazonen. Und hier sehen wir Tezipili, die schöne. Und da zieht ein Nippe als Hippe. Die Nummer 9, Dinot, geht hier nach zu Boden. Und wir sehen jetzt hier die Nummer 3 auf die Kampftänzerin Matha Anwen. Und schiebt sie da nach außen. K.O. Auch sie wird ebenfalls hier nochmal von den Fans angegangen. Und geht da entsprechend an der Seitenauslinie zu Boden. Jetzt sehen wir hier auf der linken Seite die Nummer 4 auf Dintor. Ja, Dintor geht da ebenfalls, kann da zurückweichen, muss da ebenfalls K.O. nach draußen. Und jetzt hier Brisvain wird hier angegangen. Und Brisvain ebenfalls geht da zu Boden. Ja, Eugmer Ainia jetzt hier auf den Weg in die Innenbahn. Und Vintika wird da jetzt angegangen. Und wird da entsprechend zurückgeschoben. Und Tezipili Antaranir zieht jetzt hier ebenfalls mit nach innen. Und die Nummer 6, Pisto Derione, macht hier einen wirklich schönen Ausweichmove. Versucht, bringt sich hier ein bisschen aus der Reichweite von Ulmewald. Der hat ja auch schon das ein oder andere Mal hier im Augenblick schon kräftig zugeschlagen. Und deswegen ist es natürlich nicht so gut da, in seiner Reichweite, in seiner Nähe zu stehen. Und Rundenende, Amazonen, Runde 2 für die Elfen, die Not dreht sich da entsprechend wieder um.
Und die Nummer 8, Brisbane hier auf in der kurzen Vorwärtsbewegung. Ja, drei Elfen draußen. Ulmewald schlägt da Wurzeln. Und wird da jetzt eine ganze Weile auf alle Fälle wahrscheinlich erstmal Wurzeln schlagen. Schauen wir mal, ob er sich da draus befreien kann, ob er da vor allen Dingen aus einer schnellen Bewegung der Waldelfen vielleicht etwas machen kann. Ja, wir sehen hier, wie die Nummer 10, wie Trifanil hier Lycopis, die Zähmerin, zurückschiebt. Und die Nummer 11, Ulstor, zieht hier an die rechte Außenbahn, versucht hier natürlich Räume gut zu machen, versucht hier irgendwie durch zu gelangen. Wird unterstützt da jetzt von Gwintika. Und Lorien, der Werfer, zieht jetzt hier ebenfalls auf die rechte Seite. Und wir haben jetzt hier einen kleinen Käfig, kleinen Elfenkäfig. Und wurfsicher, Lorien wirft da den, versucht da den Ball auf die Nummer 11 zu werfen und vermasselt den Ball, wirft ihn da an die Außenbahn. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ja, die Amazonen versuchen jetzt hier natürlich nach drüben zu ziehen. Hatten ja hier die Kampftänzerin entsprechend rausgeboxt und wollen jetzt natürlich aber hier auf keinen Fall die Elfen durchkommen lassen. Wollen sie jetzt hier natürlich aufhalten. Müssen da natürlich immer aufpassen, dass sie da nicht in die Reichweite von Ulmewald geraten. Und wir sehen jetzt hier wahrscheinlich einen Block von Oikme Ainia auf Faralu. Faralu geht da ebenfalls betäubt zu Boden, betäubt. Ja, und Tesipele, die Schöne, hier jetzt auch auf der Bewegung zum rechten Halbfeld. Und Alcuino Molpadia zieht da ebenfalls nach rechts. Wir sehen jetzt hier einige Bewegungen der Amazonen nach außen verlagern, wie sie sich versuchen nach außen zu verlagern, um hier möglichst die Waldelfen daran zu hindern, so gut voranzukommen. Ja, Pistoderini zieht hier nach unten. Und Trifanil wird jetzt hier angegangen von Lycopis, der Zähmerin.
Und Tezipele Antania, die Werferin, zieht jetzt hier ebenfalls zu Lorien, sprintet da, kommt da gut weg. Und jetzt wird hier Lorien angegangen, der Werfer. Er kann sich da aber rauswinden. Okay, der Ball hätte jetzt tatsächlich mal nach links fliegen können, egal. Ja, Turnover. Der Ball liegt jetzt hier bei Ulstorg, Vintika und Lorien. Breswein ist da ebenfalls noch vorhanden. Pisto Amione konnte da den Ball nicht aufnehmen. Hat er auch versucht, den Ball nach außen zu spielen. Muss jetzt hier an der Außenbahn nach draußen, geht ebenfalls K.O. zu Boden. Und damit jetzt natürlich der Ball hier frei für Quintica und auch für die Nummer 11 für Ulsdorf. Ulsdorf nimmt hier im zweiten Versuch den Ball auf. Will ihn da übergeben an Quintica, die den Ball aber nicht aufnehmen kann. Und der Ball geht hier direkt vor Alkadi, der Verführerin, zu Boden. Und Andromedia Barkida hier jetzt in der Vorwärtsbewegung. Wird hier angegangen, Tezipile, die Schöne auf Quintica. Und Quintica geht hier auf den Ball, kann ihn allerdings nicht aufheben. Und ein Nipper-Eishippe zieht hier ebenfalls in Richtung Ball. Aikuni Sternleserin zieht hier ebenfalls hinterher. Und die Nummer 11 geht hier zu Tiranfeel. Er wird jetzt angegangen hier von der Nummer 1 von Oikme Ainia. Ja, da ist im Großen und Ganzen jetzt nichts passiert. Und Lykopis, die Zähmerin, zieht hier entsprechend nochmal nach. Ach, das war jetzt doof. Na, egal. Und Attacke auf Quintica, die hier betäubt zu Boden gehen muss. Pisto Derene zieht hier auch zurück in Richtung Ball. Ist natürlich immer die Gefahr, dass die Waldelfen hier irgendwie noch an den Ball kommen. Deswegen Pisto Derine nimmt hier noch den Ball auf. Und wird ihn hier an Aikuini, die Sternleserin, übergeben. Ja, das hat auch soweit funktioniert. Sehen wir jetzt noch einen Block von der Nummer 5 von Tezipile Antianara auf Briswain. Ja, Briswain wird da nochmal angegangen. Und Briswain muss da ebenfalls zu Boden gehen. Ja, Rundenende, Runde 4 für die Baumkuschler. Wie werden sie darauf jetzt reagieren? Beide Kriegstänzer gerade außer Gefecht. Beide Kampftänzer. Der Ball jetzt in den Händen der Amazonen.
Ja, wir haben ja noch die Nummer 2 und die Nummer 9, die sich entsprechend am Boden befinden. Ulmewald steht da, naja, dumm rum sozusagen. Kann sich da im Augenblick nicht bewegen. Und wir sehen jetzt hier die ersten Elfen, wie sie sich erheben. Und da natürlich Eugma, Emir und Alcoine, Molpadir unter Druck setzen. Und jetzt ein Blitz von Lorien. Wird er es wagen? Wo will er sich reinstürzen? Ja, er kommt da auf Tezipelé, die Schöne, erwischt sie da auch voll und Tezipelé, die Schöne, geht da zu Boden und ist da betäubt. Ja, Lorien jetzt hier mitten im Gedränge, mitten im Pulk. Und was haben die Elfen jetzt noch vor? Wird sich da Ulstor noch trauen, eine Attacke zu machen? Oder wird er lieber blocken? Brisvane ist da auch noch im Spiel, ist da nicht völlig aus der Welt. Und Ulstor zieht hier nach innen, versucht hier die Laufwege ein wenig abzufangen, abzufedern. Und natürlich dadurch der Nummer 3 Alcoine Sternleserin den Weg kurz zu machen. Jetzt sehen wir hier einen Block von der Nummer 10 von Trifanel auf Alcoine Molpadir. Die kann hier zurückweichen. Wurde da unterstützt von Eugne Ainir. Ja, ist natürlich schön, dass sie da so gut unterstützen kann. Rundenende. Jetzt haben wir hier ein leichtes Elfenübergewicht in der Mitte. Ja, und jetzt müssen sie ja mal schauen, wie sie das hier entsprechend auflösen, um die Amazonen, um hier vielleicht den Ball vorwärts zu treiben. Ja, jetzt liegen hier natürlich einige von den Waldelfen ein wenig ungünstig. Und wir sehen jetzt hier einen Blitz auf Brisvane von der Nummer 5, von der Werferin. Tezipelé Antranir zieht da Brisvane, stößt ihn da zu Boden. Und versucht jetzt hier, dadurch Lorien, dass Lorien angegangen werden kann. Und Lorien geht da zu Boden. Was nur auch nichts nützt. Ja, ein Nippe. Als Hippe zieht hier nach links, versucht hier Alcoine Molpadir zu unterstützen, die jetzt hier auf Ulstor geht. Ulstor kann da wegweichen oder zurückweichen. Und Lycopis, die Zähmerin, zieht jetzt hier entsprechend auch noch nach vorne. Und Rundenende, vermutlich Runde 5.
Waldelfen. Ja, die liegen jetzt, da liegen natürlich einige Waldelfen quasi im Weg für die Amazonen. Da müssen sie jetzt mal gucken, wie sie das auflösen. So wie es aussieht, werden die da auch nicht mehr lange liegen. Werden sich jetzt sicherlich an einigen Stellen erheben. Faralu jetzt auf Eugna Ainir. Eugna Ainir zieht da zurück, wird da weggeschoben. Und Trifaniel, Trilanfeel überlegt jetzt, wie er daraus Nutzen schlagen kann, dass er da frei geworden ist. Haben wir erstmal Brisvane wieder auf den Beinen. Und auch Gwintiker erhebt sich da wieder. Ja, jetzt vielleicht Blitz von Lorien. Aus der Hocke. Ja, er blitzt da nach vorne. Geht da auf Pisto Deruene. Und stößt sie da an den rechten Rand sozusagen. Und wir sehen die Nummer 10, Trilanfeel, hier ebenfalls an die Position, wo eben gerade Lorien noch stand, ziehen. Es gibt Teams, die einfach von der Bildfläche verschwunden sind, nachdem ihre Anhänger sie verlassen haben. Genauer gesagt sind diese Mannschaften, nachdem sie jahrelang keinen einzigen Sieg holen konnten. Und die Nummer 9, Dinor, zieht jetzt hier zum Blitzer, zur Alcania Sternleserin, versucht sie da am Vorankommen zu hindern. Ulstor mit einem waghalsigen Ausweichmanöver. Das hat dann auch direkt nicht funktioniert. Und Tesipele, die Schöne, jetzt hier erstmal wieder auf den Beinen. Und auch Pisto Deruene erhebt sich jetzt hier wieder. Ja, Alkadi, die Verführerin, geht jetzt hier nach unten zum Unterstützen und Dinord wird jetzt hier angegangen von Alcoene Sternleserin in einer Blitzattacke. Und Alcoene Sternleserin zieht jetzt hier nach rechts zu Dinord. Ja, die Nummer 10, Alnippe als Hippe hier und versucht hier bei Faralu zu unterstützen. Faralu geht da zu Boden und ist K.O. Schafft es damit auch noch, sich Gehör zu verschaffen. Und die Nummer 11 geht da ebenfalls nach außen. Alcoene Mulpadia steht hier jetzt an der rechten Außenbahn und wir sehen jetzt potenziell eine Attacke auf Trilanfeel. Und Trilanfeel geht da ebenfalls betäubt zu Boden. Tesipele Antianara jetzt hier auf Lycopis, die Zehnerin. Und schiebt da
ein wenig durch die Gegend und wir sehen Runde 6 der Waldelfen. Ja, zwei Waldelfen hier noch betäubt am Boden, drei Waldelfen noch betäubt am Boden, wenn wir das richtig sehen von hier oben. Und da kommt Quintica nach oben. Ja, die Waldelfen müssen jetzt hier natürlich die Waldelfen müssen jetzt natürlich verhindern, dass die Amazonen hier zu sehr nach vorne drücken. Und die Amazonen müssen natürlich gucken, dass sie hier, wenn sie noch in der ersten Halbzeit Chance auf einen Touchdown haben wollen, dass sie jetzt hier natürlich entsprechend ein wenig Druck machen. Und Blitzattacke Quintica. Quintica springt da zweimal, erwischt da Iquini Sternenleserin in einer sehr gewagten Aktion und die muss K.O. nach draußen. Aber Quintica kann den Ball hier nicht aufnehmen und deswegen Turnover. Kein Turnover? Okay. Weil Fang, ja. Und Quintica hier jetzt natürlich kurz vor der Touchdown-Linie. Das ist natürlich immer eine große Gefahr bei den Waldelfen, dass sie sich hier einfach einmal durchsetzen können und sind dann sofort durch. Und wird jetzt unterstützt von der Nummer 9 von Dinot. Ja, Brisveen auf Lykopistizemerin stößt sie da zu Boden. Und Lorien geht da ebenfalls betäubt zu Boden. Wie werden die Amazonen jetzt darauf reagieren, dass sie hier mit dem Sprung eben ausgekontert wurden, sozusagen? Na, erstmal zieht da ein Nippe als Sippe zurück. Versuchen jetzt natürlich so viel wie möglich zurück zu bewegen, den Ball vielleicht noch irgendwie abzusichern. Und Quintica wird jetzt hier von Tezipelé der Schönen angegangen. Kann da zurückweichen. Und Tezipelé die Schöne geht hier natürlich hinterher. Das ist jetzt natürlich eine sehr schöne Situation für die Waldelfen, die hier in der Lage sind, nochmal doch noch einen Touchdown zu machen. Und da geht dann Brisveen erstmal K.O. zu Boden. Ja, und Pisto Derene versucht jetzt hier noch ein paar Meter gut zu machen und kann da versucht sich da nochmal in den Weg von Quinmain zu stellen. Und Eukmania geht da nach vorne. Ah, die Hoffnung stirbt da an der Stelle zuletzt. Und Tezipelé Antianara zieht da ebenfalls zurück und muss da zu Boden gehen. Runde 7, Waldelfen. Faralu steht da wieder auf, zieht da nach oben. Aber der interessante Hotspot ist natürlich hier unten. Und da steht
Ulstor auf. Da steht hier der Nummer 11 auch Alcuni Molpadia gegenüber. Und Trifaniel zieht hier ebenfalls nach oben zu Alcmaenia, in Richtung Alcmaenia. Und da sehen wir einen Sprung von der Kampftänzerin, wie auch eben schon, und Touchdown Waldelfen. Ja, da zeigt sich die wahre Klasse. Ja, auch der eine Stierlieder freut sich. Der Waldelfen, die Kampftänzer können hier einfach mal einen Touchdown machen. Auch aus einer total auswegslosen Situation geht da immer so einiges. Und bei beiden Spielern, naja, nicht alle, aber zumindest bei den Amazonen kommen alle zurück. Und bei den Waldelfen liegt noch weiterhin ein Elf. K.O. draußen, der Fänger, Tezen. Ja, Aufstellung Waldelfen. Ulmewald ja jetzt wieder hier am Start. Auch Mata einen Bane. Und wir sehen hier für Elfen eine recht defensive Aufstellung. Und die Amazonen können natürlich jetzt schauen, wie sie dagegen, wie sie darauf reagieren. Na, ein Nippe als Hippe wird hier dann wohl rausgehen, vermutlich. Und Andromeda Dolope hier ins Spiel bringen. Ja, offensivere Aufstellung auf alle Fälle bei den Amazonen. Und Anstoß Waldelfen. Ups, tut mir leid, ich hab mich verlesen. Das war ja auch völlig unglaublich. 10 gegen 11. Nummer 10 wird anstoßen, da kommt der Ball. Hey, hör auf, mich zu schlagen. Ups, Entschuldigung, das ist ein alter Reflex auf den Anfang. Und Zug Amazon. Ja, Andromeda Barkida zieht hier nach innen. Dann Tesipile die Schöne hier in Richtung Ball. Und Tesipile Antianara geht hier auf den Ball, kann ihn auch im Nachfassen noch nehmen. Und jetzt werden wir hier wahrscheinlich einen Blitz auf die Kampftänzerin, auf die Nummer 6 sehen, die ja auch prompt zu Boden gehen muss. Und die Nummer 11 rückt hier entsprechend nochmal nach. Und da versucht die Nummer 12, Alcadide, die Verführerin auszuweichen. Das hat nicht funktioniert. Turnover, Runde 8, Waldelfen. Und da schiebt Ulmewald die Nummer 8, Lycopis, die Zähmerin, ein Stück in Richtung Ball, in Richtung Touchdown-Linie der Amazonen.
Und Lorien blitzt da Andromedia Barkida. Erwischt sie auch. Und sie muss zu Boden. Gwyn Ticker auf Pisto Derene. Pisto Derene muss hier verletzt zu Boden. Ist hier schwer verletzt. Wird wohl vielleicht das nächste Match aussetzen müssen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, der Sanitäter ist gerade beschäftigt. Er war gerade Bier holen und kann deswegen hier gerade nicht aushelfen. Ja, und jetzt zieht hier die Nummer 11 nochmal zum Ball, Ulstor. Und achte Runde für die Amazonen. Die jetzt hier nochmal auf Lorien gehen. Lorien wird hier nochmal angeblitzt. Lorien wird hier erwischt und Lorien muss betäubt zu Boden gehen. Du hast es erfasst, Jim. Die Nase ist gebrochen. Schau mal, ein paar scharfe Elfenschönheiten verkaufen Bikuts auf der Tribüne. Hey, ich hole mir auch einen. Bin in 5 Minuten wieder da. Seit wann magst du denn Bikuts? Gar nicht. Ja, hat sich jetzt natürlich Alcuini Molpadia ein wenig vertan mit den Laufwegen, aber Oikme ein Nia gegen Dinord jetzt hier oben nochmal. Ja, Dinord fällt da ebenfalls und ist ebenfalls betäubt. Und Tesipile Antianara auf Ulstor schiebt ihn da nur zur Seite im Nachfassen. Und Lyko Pistizema versucht hier jetzt von Ulmewald wegzukommen. Geht da nochmal nach vorne. Und schafft es nicht da zu sprinten. Verschätzt sich da einfach in der Reichweite. Halbzeit 1:0 für die Waldelfen. Und wir sehen uns in der zweiten Halbzeit.